Ein Meister der japanischen Animation ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Also lasst uns ein Feuer entfachen und in die Lüfte steigen, wenn Der Junge und der Reiher in die deutschen Kinos kommt. Als die Produktion von Der Junge und der Reiher 2016 begann, war es ein langsamer Prozess, bei dem Regisseur Hayao Miyazaki Berichten zufolge jeden Monat eine Minute der Animation drehte. Der Veröffentlichungstermin sollte einmal mit den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio zusammenfallen. Die Spiele wurden schließlich wegen der Covid-19-Pandemie auf 2021 verschoben. Aber Der Junge und der Reiher war trotzdem nicht rechtzeitig fertig. Im Dezember 2022 bestätigte Studio Ghibli, dass der Film im darauffolgenden Sommer in die japanischen Kinos kommen würde. Und tatsächlich, Der Junge und der Reiher kam am 14. Juli 2023 in die Kinos. G-Kids hat die Rechte für die Veröffentlichung des Films in Nordamerika erworben. In Deutschland wird der Film von der Wild Bunch AG am 4. Januar 2024 bundesweit in die Kinos gebracht. Seine Nordamerika-Premiere feierte der Film am 7. September auf dem Toronto International Film Festival. Die US-Premiere fand dann auf dem New York Film Festival statt. In Der Junge und der Reiher sind mehrere bekannte japanische Synchronsprecher zu hören, obwohl die Hauptfigur von einem relativen Newcomer gespielt wird, Tsuma Santoki, der erst 2019 mit der Schauspielerei begonnen hat und noch nicht einmal ein halbes Dutzend Sprechrollen vorzuweisen hat. Ku Shibasaki und Masaki Suda spielen ebenfalls mit. Und es gibt einen besonderen Auftritt von Takuya Kimura. Die Besetzung für die englische Synchronfassung ist ebenfalls sehr hochkarätig. Christian Bale spricht Choichi, den Vater der Hauptfigur. Sein Sohn wird von Luca Padovan gespielt, der wahrscheinlich am besten durch die Thriller-Serie You, du wirst mich lieben bekannt ist. Der mystische Reiher des Titels wird von keinem geringeren als Robert Pattinson verkörpert. Der Rest der englischen Besetzung besteht aus Gemma Chan, William Dafoe, Florence Pugh, Karen Fukuhara, Dave Bautista und Mark Hamill. Der Mann auf dem Regiestuhl für Der Junge und der Reiher ist Hayao Miyazaki, der vielleicht größte Name in der Geschichte der japanischen Animation. Dies ist der erste Film, bei dem er seit Wie der Wind sich hebt von 2013 Regie führt. Es wird sein 12. Spielfilm sein und angeblich sein letzter. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Miyazaki das Ende seiner Karriere ankündigt. In den späten 90er Jahren kündigte er erstmals seinen Rückzug an, wofür er 2001 zurückkehrte, um bei Chihiros Reise ins Zauberland Regie zu führen. Im Jahr 2013 zog er sich erneut zurück und dann noch einmal im Jahr 2018. Der Produzent Toshio Suzuki ist auch dieses Mal skeptisch. Wie er kürzlich in einem Interview sagte: "Das glaube ich nicht. Solange er lebt, wird Miyazaki wahrscheinlich weiterhin Filme machen." Ob Der Junge und der Reiher nun Miyazakis Schwangesang ist oder nicht, die Begeisterung macht deutlich, dass man ihn nicht verpassen sollte. Der Junge und der Reiher ist teilweise von dem japanischen Roman How Do You Live aus dem Jahr 1937 inspiriert, in dem es um einen 15-jährigen Jungen in Tokio geht, dessen Vater gestorben ist und der ein enges Verhältnis zu seinem Onkel hat. Hayao Miyazaki hat es als sein Lieblingsbuch aus seiner Kindheit bezeichnet, obwohl der Film keine direkte Adaption der Geschichte ist. Stattdessen geht es um jemanden, der das Buch liebt. Es ist nicht das erste Mal, dass Miyazaki sich von der Literatur inspirieren lässt und die Geschichte seines Films in eine ganz eigene Richtung lenkt. Der Film Das wandelnde Schloss aus dem Jahr 2004 basierte lose auf dem gleichnamigen Roman, unterschied sich jedoch in vielerlei Hinsicht von der Vorlage. Zum einen gibt es in dem Buch keinen Krieg. Ein militärischer Konflikt ist auch der Hintergrund für Der Junge und der Reiher. Er spielt während des Zweiten Weltkriegs und handelt von einem Jungen namens Mahito, dessen Mutter bei der Bombardierung Tokios ums Leben kam. Mahito zieht zu seinem Vater aufs Land, der beschließt, die schwangere Schwester seiner verstorbenen Frau zu heiraten. Dies verärgert Mahito verständlicherweise, der sich in eine Fantasiewelt zurückzieht, nachdem ihn ein sprechender Reiher davon überzeugt hat, dass seine Mutter noch lebt. Der Junge und der Reiher basiert nicht nur lose auf dem Roman How Do You Live, sondern könnte auch von Hayao Miyazakis Kindheit inspiriert worden sein. G-Kids hat den Film als eine halb autobiografische Fantasie beschrieben und viele Kritiker haben Verbindungen zwischen dem Leben des Regisseurs und der Geschichte des Films hergestellt. Wie Mahito war auch Miyazakis Vater bekanntlich an der Produktion von Kampfflugzeugen beteiligt. Auch Miyazakis Familie suchte Zuflucht vor den Bombenangriffen auf Tokio, indem sie aufs japanische Land umzog. Andere haben angemerkt, dass die Eröffnungsszene des Films, in der ein Feuer im Krankenhaus gezeigt wird, den Verlust von Miyazakis Mutter widerspiegelt, zu der er eine starke Bindung hatte und die viele seiner weiblichen Figuren beeinflusste. Die Kritiker haben auch Miyazakis charakteristische Motive und wiederkehrende Themen im Film aufgegriffen.
Der Junge und der Reiher wurde vom Studio Ghibli-Mitbegründer Toshio Suzuki produziert, dessen Beziehung zu Miyazaki schon vor der Gründung des Studios bestand. Sie arbeiteten erstmals bei Nausicaä aus dem Tal der Winde 1984 zusammen. Der Erfolg dieses Filmes führte dazu, dass Miyazaki und Suzuki zusammen mit Isao Takahata und Yasuyoshi Tokuma ein neues Studio gründeten. Während Nausicaä oft als der inoffizielle erste Studio Ghibli-Film angesehen wird, war der erste Film, der tatsächlich unter dem Banner veröffentlicht wurde, Das Schloss im Himmel von 1986. Suzuki und Miyazaki haben in der Folgezeit bei vielen Gelegenheiten wieder zusammengearbeitet, darunter Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Das wandelnde Schloss und Wie der Wind sich hebt. Außerhalb von Studio Ghibli produzierte Suzuki unter anderem den Cyberpunk-Klassiker Ghost in the Shell 2 – Innocence. Der Animationsregisseur für Der Junge und der Reiher ist Takeshi Honda, der zuvor mit Miyazaki an Filmen wie Ponyo – Das große Abenteuer am Meer und Wie der Wind sich hebt gearbeitet hat. Honda ist auch für seine Beiträge zum Anime-Franchise Evangelion und zu den Filmen Tokyo Godfathers und Millennium Actress bekannt. An Der Junge und der Reiher waren 26 wichtige Animatoren beteiligt, von denen die meisten schon einmal mit Miyazaki zusammengearbeitet haben. Bei seinen früheren Projekten war Miyazaki dafür bekannt, dass er selbst Hand anlegte, da er jeden Schnitt überwachte. There is no compromise. Not even the smallest, most insignificant line. Aber im Fall von Der Junge und der Reiher hat sich Miyazaki Berichten zufolge ein wenig zurückgehalten. Anstatt die Animation bis ins kleinste Detail zu überwachen, hat er sich entschieden, seine Zeit und Energie auf die Erstellung des Storyboards zu konzentrieren und Honda mit der Überwachung des Animationsprozesses zu betrauen. Bis zum japanischen Kinostart von Der Junge und der Reiher im Juli 2023 war das einzige Werbematerial und die einzige Presse, die über den Film berichten durfte, ein von Hayao Miyazaki selbst gezeichnetes Poster. Laut Toshio Suzuki, dem Vordenker dieser Marketingstrategie, war er es leid, dass mit viel Werbung zu viel über Filme verraten wurde. Er wollte ein Erlebnis schaffen, bei dem der Zuschauer mit so wenig Information wie möglich in den Film gehen kann. Es scheint, dass Suzuki sein Ziel erreicht hat. Denn zahlreiche Kinobesucher führen ihre außergewöhnlichen Erfahrungen auf diesen unkonventionellen Marketingansatz zurück. Als Studio Ghibli dem amerikanischen Verleih G-Kids die Kontrolle über die Werbung übertrug, wurde jedoch eine neue Marketingstrategie eingeführt, die die größte Veröffentlichung vorsah, die das Unternehmen je gesehen hatte. Die Geheimhaltung des Films wurde zu einer Herausforderung, da er bereits in internationalen Kinos und auf Filmfestivals gezeigt wurde. Dennoch, wie G-Kids-Präsident Dave Jested gegenüber IndieWire erklärte, wir werden weiterhin Wege finden, um sicherzustellen, dass der Film sein größtmögliches Publikum erreicht und gleichzeitig dem Marketing und der Integrität von Studio Ghibli treu bleibt. Der Junge und der Reiher ist einer der längsten Filme, die Studio Ghibli je veröffentlicht hat. Mit 124 Minuten ist er genauso lang wie der Oscar-prämierte Chihiros Reise ins Zauberland. Es gibt allerdings ein paar Ghibli-Filme, die noch länger sind. Wie der Wind sich hebt und Das Schloss im Himmel haben beide eine Länge von 126 Minuten, während Prinzessin Mononoke mit 133 Minuten der zweitlängste Ghibli-Film ist. Der Titel des längsten Ghibli-Films geht jedoch an die Legende der Prinzessin Kaguya aus dem Jahr 2013, der 137 Minuten dauert. Das ist mehr als eine Stunde länger als der kürzeste Film des Studios, Das Königreich der Katzen von 2002. Was die Einstufung betrifft, so wurde Der Junge und der Reiher wegen der Darstellung von Gewalt, blutigen Bildern und Rauchen mit FSK 12 bewertet. Miyazakis Filme haben den Ruf, ein breites Publikum anzusprechen und gelten in der Regel als familienfreundlich. Dies ist jedoch nicht der erste seiner Filme, der mit FSK 12 eingestuft wird, denn Der Junge und der Reiher tritt in die Fußstapfen von Prinzessin Mononoke. Letztendlich ist die Einstufung nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass Der Junge und der Reiher sich stark mit den Themen Tod, Sterblichkeit und Trauer auseinandersetzen wird. This world is filled with the dead. Joe Hisaishi, ein langjähriger Mitarbeiter Miyazakis, komponierte die Filmmusik für Der Junge und der Reiher. Der Soundtrack bestand aus 37 Originalkompositionen, darunter der Titelsong Spinning Globe. Von einfachen Klavierballaden bis hin zu fesselnden Streichermelodien sorgt die Musik für die richtige Stimmung im Film. In einem Interview mit Crunchyroll verriet Hisaishi, "Ich möchte, dass meine Musik die Emotionen und Bilder einfängt, während man den Film sieht." Hisaishi hat an allen Filmen Miyazakis mitgewirkt, mit Ausnahme seines ersten Spielfilms, Das Schloss des Cagliostro von 1979. Im Laufe seiner Karriere hat er an mehr als 100 Filmmusiken und Soloalben mitgewirkt und mehrere japanische Academy Awards für die beste Musik gewonnen. Der Titelsong von Der Junge und der Reiher wird von dem japanischen Musiker Kenshi Yonezu gesungen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Song auch in der internationalen Version enthalten sein wird, wo er den Titel Spinning Globe tragen wird. Yonezu hat bereits
als Titelsongs für Anime-Serien wie Chainsaw Man, My Hero Academia und March Comes In Like a Lion aufgenommen, um nur einige zu nennen. Junisos Karriere begann im Jahr 2009, als er gerade 18 Jahre alt war. Er begann, Musik auf der japanischen Videosharing-Website Nico Nico Duga zu veröffentlichen und gewann schnell eine Fangemeinde. Wie er 2017 in einem Interview mit Yahoo Japan erklärte: "Das Wichtigste, worauf ich achte, ist die Suche nach den Gemeinsamkeiten zwischen mir und der anderen Partei." Diejenigen, die bereits das Glück hatten, der Junge und der Reiher zu sehen, waren im Allgemeinen begeistert. Wenn man den ersten Reaktionen Glauben schenken darf, scheint es nicht Miyazakis bester Film zu sein, aber dennoch ein würdiger Beitrag. Der BBC zum Beispiel verglich ihn mit früheren Miyazaki-Klassikern wie Kikis kleiner Lieferservice und Chihiros Reise ins Zauberland. Und Anime News Network erklärte: "Der Film ist trotz seiner märchenhaften Ausstattung die Geschichte von Mahito, der akzeptiert, was er noch hat, und dafür kämpft, dass ihm nichts mehr genommen wird. Es ist eine thematisch starke Erzählung. Und eine, die mehr auf visuelles Storytelling als auf Dialoge setzt, um ihre Botschaft zu vermitteln." Selbst Kritiker, die mit der Geschichte nichts anfangen konnten, haben zugegeben, dass sie technisch brillant ist. Wie es die Website Full Frontal ausdrückte: "Ich glaube nicht, dass er für jeden funktioniert. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er für mich funktioniert hat. Aber diese Schwierigkeit und Zweideutigkeit ist vielleicht seine beste Qualität. Miyazakis ultimative Demonstration von Talent, Nuancen und Fantasie." Trotz des Fehlens von Trailern erreichte Der Junge und der Reiher in Japan rekordverdächtige Einspielergebnisse und bewies damit die Genialität von Toshio Suzukis radikalem Marketingplan. Um genau zu sein, verzeichnete der Film den besten Start in der Geschichte von Studio Ghibli, da er an seinem ersten Wochenende 1,83 Milliarden Yen einspielte. Zum Vergleich: Das wandelnde Schloss spielte 2004 im gleichen Zeitraum 1,48 Milliarden Yen ein. Der Junge und der Reiher stellte auch einen neuen IMAX-Rekord in Japan auf und spielte von Freitag bis Sonntag 1,7 Millionen Dollar ein. Das mag nicht nach einer riesigen Zahl klingen, aber die japanischen Kinobesucher haben ganz andere Gewohnheiten als in den Vereinigten Staaten. Filme spielen ihr Geld in der Regel langsamer ein und bleiben länger in den Kinos, da sich die Mundpropaganda verbreitet. Bis zum Ende der ersten Oktoberwoche 2023 hatte Der Junge und der Reiher in Japan über 8,4 Milliarden Yen eingespielt. Und es gab erste Anzeichen dafür, dass der Film auch in Übersee erfolgreich sein würde. Der Film dominierte auch die südkoreanischen Kinokassen an seinem Eröffnungswochenende und brach auch in den französischen Kinos den Eröffnungsrekord. Die Zeit wird zeigen, ob der Film in Deutschland das gleiche Kunststück vollbringen kann.